Hallo und willkommen zu meinem Video. Heute wirst du mal seit langem einen Kartentrick mit Erklärung geben. Letztens habe ich ja mal gemacht, dass ich das im Video danach erklärt habe oder so bei 10 Likes. Heute will ich es aber mal so machen, dass ich es direkt erkläre. Deswegen lasst deswegen schon mal ein Like da. Und ein Abo ist sogar noch wichtiger, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Den Trick habe ich selbst ausgedacht. Ist ein recht schwerer Kartentrick. Werde den euch dann gleich aber erklären. Ich würde sagen, fange ich einfach direkt mal an. Es könnte vom Zuschauer mitgebrachtes Deck sein. Und er könnte es auch nochmal durchmischen. Okay, das könnte man jetzt so ein paar Mal abheben oder mischen. Könnte alles der Zuschauer machen. Okay. Wenn er damit zufrieden ist, kann er mir das wieder geben. Oder falls er es selbst mitgebracht hat, gibt er mir das jetzt zum ersten Mal. Und ich werde mal die Joker raussuchen. Hier sind sie schon. Die werde ich mal auf den Tisch legen. Und, okay. Ist hier auch nichts zwischen oder so. Die werde ich mal oben drauflegen zuerst. Dazu komme ich später. Zuerst dürfte der Zuschauer irgendwo Stopp sagen. Sagen wir mal, er wird das hier tun. Kein Force. Die Karo 7 in dem Fall. Die kommt wieder zurück ins Kartendeck. Merkt ihr euch gut. Die wird auch eine Rolle spielen. Okay, die Karo 7 in dem Fall. Wie gesagt, merkt ihr euch gut. Die schiebe ich jetzt ganz fair ins Kartendeck. Ohne Break oder so. Ich kann die auch auf den Tisch legen. Okay, ich kann die auch nochmal gerade machen. Dass sie wirklich im Deck verloren ist. Kommen wir nochmal zu den Jokern, die ich vorhin oben aufs Deck gelegt habe. Die Karo 7... Dazu werde ich gleich mal kommen. Kommen wir hier nochmal zu den zwei Jokern. Und zwei Joker haben ja eine spezielle Fähigkeit, dass die sich ja verwandeln können oder für jede Karte einsetzbar ist. Und das kann halt aus jedem Kartendeck ein Joker. Es hätte auch, wie gesagt, von einem Zuschauer mitgebracht sein, das Deck. Okay, und was man sehen kann. Ich mache jetzt auch keinen Move oder so, die lagen von Anfang an hier. Joker sind halt besondere Karten, nicht so wie eine Kreuz 3 oder so. Und mal gucken, ob schon was passiert ist. Okay, ein Joker ist noch da. Ich hoffe, das hat hier jetzt geklappt. Das ist jetzt, ja, es hat geklappt. Das ist vielleicht sogar schon jetzt, wie man sehen kann, die Karo 7 ist. Und ich habe hier auch keinen zweiten Joker oder so. Hinter ist es wirklich nur diese beiden Karten. Und ich kann, manche denken ja jetzt irgendwie, ich hätte hier noch eine zweite Karo 7 oder so. Das stimmt natürlich. Ich kann die euch auch zeigen, ist die Frage, wie macht man, ja. Ich zeige euch einfach mal, ja. Das ist blöd mit der Kamera. Das Spiegelverkehr, was ich sehe. Guckt euch wirklich genau jede Karte an, dass es hier keine zweite Karo 7 gibt. Da war die Herz 7, ein bisschen was anderes. Okay, es gibt keine zweite Karo 7. Und der Zuschauer darf auch alles untersuchen. Hier nichts irgendwie, kein Gimmick oder so. Ja. Und wenn euch der Trick gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gefühlt seid davon. Wie gesagt, den Trick habe ich mir selbst ausgedacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Erklärung. Der Trick ist relativ schwer, übt er fleißig, aber jetzt werde ich euch das Ganze mal genau erklären. Okay, da sind wir bei der Erklärung. Ich hoffe, das Licht war jetzt einigermaßen gut. Es ist ja immer noch so. Der Mut, Blut. Müsste aber gehen zum Trick üben. Holt euch euer Kartendeck und macht einfach mal mit. Es ist ein selbst ausgedachter Kartentrick, wie gesagt. Das heißt, so gab es den, glaube ich, noch nicht in der Form. Der ist was schwer. Ja, der Zuschauer darf als erstes mal das Deck mischen. Fangen wir damit mal an. Oder in dem Fall ihr. Es ist kein... Also wie gesagt, es ist impromptu. War jetzt eben nicht und vorbereitet. Und ich hatte die Karte hier unten und habe die ganze Zeit... Ich
hab die unten gelassen oder so. So war das jetzt nicht. Der Zusteller darf das ruhig durchmischen. Und ihr auch. Okay, wenn der Zuschauer zufrieden ist, sucht er die die liegen jetzt schon unten. Die Joker raus. Und achtet drauf einfach, dass die. Ich würde es euch empfehlen. Also falls ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt oder so, falls ihr nicht wissen wollt, wie das geht, schaltet ab, hättet ihr schon vorher machen können. Aber jetzt kommen eigentlich die richtigen Geheimnisse. Passt auf, dass die Joker gleich aussehen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, um gleich einen Zusatzeffekt einzubauen. Sucht euch gleich einen Joker raus. Also ich habe jetzt ein Copic-Deck genommen, weil es dieselben Joker sind. Würde ich euch empfehlen. Geht auch mit anderen Decks, aber dann ist der Effekt gleich besser. Ich würde es euch empfehlen. Also sucht die Joker raus, legt die auf den Tisch oder irgendwo hin und legt die oben drauf. Manche denken jetzt vielleicht schon, ich hätte hier was gemacht, wo ich die oben drauf gelegt habe. Habe ich aber noch nicht, okay? Das ist bis jetzt noch nicht so schwer. Ihr sagt dem Zuschauer, okay, ich habe die zwei Joker, dazu werden wir gleich mal kommen. Und legt die einfach oben drauf. Ihr könnt dann das Deck so lang riffeln, ist auch kein Force. Falls jetzt jemand gedacht hat, ich hätte nur gesagt, dass es kein Force wäre. Okay, die Kreuz 10 haben wir hier jetzt. Jetzt riffeln das Deck wieder lang, um die hier reinzuschieben. Wir können sagen jetzt, hier merkt ihr die. Und jetzt kommt eigentlich schon der schwierige Teil. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ja, war ganz clean, weil ich kann euch jetzt was zeigen. Sie liegt schon oben. Das war eigentlich nur gerade eine andere Karte. Ich werde es nochmal machen. Kreuz 10 kommt in die Mitte. Okay. Ja, ging jetzt. Aber sie liegt wieder oben. Ich finde das einer der besten Controls, die es eigentlich gibt. Weil die so clean aussehen. Jetzt werde ich euch das mal in Kurzform zeigen, wie das geht. Ich schiebe die in die Mitte. Komme mit dem Daumen an die untere rechte Kante. Und mit dem Mittelfinger der rechten Hand hier an dem Packet, was oberhalb der Kreuz 10 ist, okay? Ich würde das so ungefähr bis zur Hälfte reinschieben. Dann mit dem Zeigefinger, also ihr geht das erstmal nach hinten, macht nicht so, weil dann sieht der Zuschauer von vorne das hier. Deswegen geht ihr nach hinten und mit dem Mittelfinger geht ihr auf diese Karte drauf, okay? Das heißt, ihr macht so, schiebt das nach hinten, biegt das so. Mit dem Mittelfinger drückt ihr auf die Kreuz 10 was drauf, dass sie so ein bisschen hoch geht, damit ihr die Karten da drunter schieben könnt. Und jetzt, das habe ich immer falsch gemacht, aber so sieht es viel besser. Also ich schiebe das erstmal so halb, also so ein bisschen rein, das sieht dann von der Seite so aus. Okay, aber von vorne sieht man das halt immer noch nicht. Von hinten denkt man, oh, der hat das doch bestimmt schon gesehen, aber da passiert nichts. Ich habe das schon oft gemacht. Auch von live. Okay. Beim Runtergehen dann zieht ihr die Karte mit dem Mittelfinger nach hinten und drückt das mit dem Daumen, das Packet, so nach vorne. Und langsam geht das nicht gut. Dann geht eigentlich automatisch eine Karte immer so nach vorne. Okay. Vielleicht habt ihr eben in der Performance gesehen. Die ist ordentlich rausgegangen. Also nochmal Kreuz 10. Kommt in die Mitte. So mache ich es schnell. Geht es da drunter. Ihr biegt es so und drückt da wirklich drauf. Weil dann geht es immer am besten, finde ich. Und mal gucken, ob es jetzt ging. Ah, gut. Ist jetzt ein bisschen. Bei mir ist es immer meistens so ein bisschen. Aber ihr könnt sagen, okay, ich habe jetzt schon mal ein bisschen reingeschoben. Ich würde es gar nicht erst sagen. Weil sonst wirkt das so unnatürlich. Falls ihr das jetzt. Ich kann es euch nochmal zeigen. Für die letzten, die es. Ich habe den Control bei Chris Ramsey gelernt. Wenn ihr den nochmal richtig lernen wollt, ist natürlich in Englisch. Ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, damit ihr den wirklich clean könnt, weil der ist wichtig. Das ist eigentlich der schwierigste Move in dem Trick. Und schnell wird er dann so aussehen. Von hinten sieht man gar nichts. Okay, war jetzt natürlich nur ein bisschen raus, aber... Okay, so, zack, zack. Öfters kriege ich ihn aber auch clean hin. So nochmal mit dem Mittelfinger geht ihr oben an die rechte Kante, wenn ihr das so habt. Mit dem Daumen geht ihr unten an die rechte Kante. Ihr zieht das zurück.
geht beim Zurückziehen schon mal so senkrecht, weil von vorne sieht man das nicht. Ihr geht mit dem Mittelfinger auf die Karte drauf, dass das so ein bisschen nach oben geht. Ich schiebe das Packet da drunter. Mit dem Mittelfinger drückt ihr da drauf, dass es immer noch so natürlich ist. Und dann zieht ihr die mit, beim Runtergehen mit dem Mittelfinger nach hinten. Und dann drückt ihr die so nach vorne. Langsam geht das nicht. Ihr müsst das schnell machen. Wie gesagt, ich habe es immer unten in der Videobeschreibung verlinkt von Chris Ramsey, das Video, wo ich das gelernt habe. Ja, kommen wir weiter zum Trick. Der Zuschauer wird jetzt denken, die wäre im Deck verloren, die Kreuz 10. Oder die Zuschauerkarte halt. Dann sagt ihr, kommen wir nochmal zum Joker. Dabei habt ihr schon die Kreuz 10, der Joker liegt eigentlich hier noch. Das könnt ihr auf den Tisch legen. Ihr zeigt den Joker von unten. Die Kreuz 10 lag ja oben drauf. Der Joker lag ja dann da drunter. Ihr könnt die zeigen, okay, der Joker zieht die obere Karte in die Hand und zeigt die nochmal. Das meine ich eben mit Zusatzeffekt. Wenn das zwei unterschiedliche Joker sind, merkt der Zuschauer vielleicht, wenn es vorher unterschiedliche sind, warum es jetzt dieselben sind. Das ergibt nicht so Sinn, deswegen am besten dieselben nehmen. Okay, falsche Karte. Joker, abziehen, Joker. Der Zuschauer wird das, wenn er das schnell macht, wird es nicht auffallen. Okay, Joker. Ich würde da jetzt auch nichts so sehen. Wenn man es natürlich weiß, fällt es einem auf. Aber wenn man es nicht weiß, ist das clean. Den legt ihr oben drauf. Ich würde es gar nicht betonen erst. Ich würde es einfach nur machen, damit der Zuschauer jetzt auch... Okay, ich habe hier die beiden Joker. Dann wird der irgendwie schon denken, okay, warum beide? Da hat er bestimmt schon was gemacht. Wenn ihr aber nur so zeigt, okay, dann kommt er erst gar nicht zur Idee, dass ihr was Falsches gemacht habt oder, ja, was ist falsch, was anderes. Und dann liegt die Kreuz 10 hier unten und ihr könnt die Geschichte sagen, die ich eben gemacht habe, dass die Joker zum Einsetzen anderer Karten sind und dass sie sich gern opfern und dass das Besondere sind. So, dann zeigt ihr, dann dreht ihr den um, okay, das ist der Joker. Ich hoffe, es hat jetzt mit anderen geklappt. Dann könnt ihr langsam oder so umdrehen, wie ihr wollt. Und dann ist das die Kreuz 10. Da könnt ihr auch clean rausgehen. Bis auf das zeige ich euch gleich noch, wie ich es gemacht habe. Ihr könnt die zeigen, der Zuschauer denkt vielleicht, ihr hättet dann noch den zweiten Joker drunter. Jetzt ist es nicht hier, seid ihr schon mal clean. Okay, das könnt ihr zeigen. Und darf ihr auch untersuchen. Hier liegt natürlich jetzt der Joker noch oben drauf. Das wäre blöd, wenn er die jetzt sieht. Deswegen, ich habe es so gemacht. Eben beim Zeigen habe ich einfach fallen lassen. Das war jetzt nichts Großes. Beim Live-Auftritt würde ich einfach sagen, okay, hier, du siehst keine Kreuz 10. Ich würde gar nicht sagen, ich habe hier noch, der Joker ist wirklich nicht hier drin, weil dann könnt ihr ja denken, okay, dann ist die gar nicht verwandelt, weil ihr soll ja wirklich denken, die Kreuz 10 hätte sich verwandelt, auch wenn es unlogisch klingt, aber ich würde nur erwähnen, ich habe hier nicht die zweite Kreuz 10 drin. Ihr müsst aufpassen, dass ihr hier nicht den Joker zeigt. Das Tutorial ging jetzt 9 Minuten. War auch echt ausführlich erklärt, fand ich, hoffentlich. Habt ihr es jetzt verstanden? Und ihr zeigt die einzeln. Und dann könnt ihr auch clean rausgehen, wenn ihr die so zeigt. Und der Zuschauer will meistens auch nur die untersuchen hier. Ich habe den nun erst einmal live performt. War auch ganz clean. Und dann würde ich sagen einfach, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal ein Like da. Bis zum nächsten Video. Jetzt können wir einen Snap Change. Ja. Würde ich sagen. Tschüss.